Positive und negative Aspekte von Unerbittlichkeit. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon wiki.yoga-vidya.de. Mein Name Sukadev und ich gebe über 3000 Vorträge zu verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften und Merkmalen und letztlich läuft es darauf hinaus, Überlegungen zur Ethik von den verschiedensten Gesichtspunkten aus. Unerbittlichkeit ist einer der Ausdrücke, die eine Doppelbedeutung haben. Auf der einen Seite ist Unerbittlichkeit etwas Gutes, auf der anderen Seite nicht so gut. Viele würden Unerbittlichkeit eher als nicht so gut einschätzen. Aber zunächst mal muss man wissen, ja, es braucht Regeln im zwischenmenschlichen Zusammensein und es braucht dabei auch Konsequenz. Und es braucht also auch eine gewisse Unerbittlichkeit. Wenn man Regeln irgendwo vereinbart, mit anderen zusammen ausmacht und dann Menschen immer wieder, wenn sie nur ausreichend bitten, aus diesen Regeln entlässt, dann ist das nichts Gutes. Es gefährdet den Zusammenhalt der Gruppe. Es ist auch nicht gut für die Person, die ständig immer wieder Ausnahmen von den Regeln bekommt. Wenn man etwas ausmacht, sollte man sich auch daran halten. Und tatsächlich weiß man, dass die guten Lehrer zum Beispiel in der Schule diejenigen sind, die eine gewisse Unerbittlichkeit haben. Die sagen, was sie von den Schülern wollen, die klar äußern, was die Aufgaben sind und dann auch darauf bestehen, dass es gemacht wird. Genauso auch, Menschen entwickeln sich, besonders wenn sie einen Chef zum Beispiel haben, der eine gewisse Unerbittlichkeit hat im Sinne von erfordert etwas, aber, und er ist herausfordernd, aber er ist eben auch verlässlich. In diesem Sinne sollte man öfters überlegen, auch im Umgang mit anderen, eine gewisse Konsequenz, eine gewisse Unerbittlichkeit. Aber die Ethik ist immer nicht so einfach. Wenn es um Tugenden geht, dann gibt es immer Grenzen. Jede Eigenschaft, übertrieben, wird letztlich zu einem Laster. Und so ist es auch mit Konsequenz. Wenn du zu konsequent bist, zu unerbittlich bist, dann ist es unmenschlich. Der beste Lehrer ist auch der, der weiß, wann es dem Schüler zum Beispiel tatsächlich schlecht geht und er tatsächlich mal Hilfe braucht und man tatsächlich eine Ausnahme von der Regel macht. Auch bei der Kindererziehung wird gesagt, Konsequenz ist wichtig. Aber es ist auch mal gut, wenn sich Eltern erweichen lassen. Es ist nicht gut, wenn die Eltern immer abgehen. In der Mehrheit der Fälle ist Konsequenz gut und eine gewisse Unerbittlichkeit gut. Aber manchmal muss man sich auch erweichen lassen. Und auch die herausfordernden Chefs, die von ihren Mitarbeitern viel fordern, auch die sollten öfters mal schauen, was brauchen die Mitarbeiter und vielleicht auch mal gerade sein lassen. In diesem Sinne, Unerbittlichkeit hat positive Aspekte, übertrieben nicht so gut. Aber sich immer wieder erweichen zu lassen, ist auch nichts Gutes. So muss man das immer wieder abwägen. Und es ist auch gut, wenn du diese Vorträge hörst, dass du selbst überlegst, wie bin ich im Umgang mit anderen, mit meinen Kindern, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen. Bin ich verlässlich oder unverlässlich, konsequent, inkonsequent, unerbittlich oder doch öfters mal barmherzig? Viele weitere Vorträge zum Thema Persönlichkeitseigenschaften, Kommunikation, zwischenmenschliches Miteinander auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de.